Liebevoll, hier ist euer Steinwallen. Ja, wie lange läuft dieser Krieg schon? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Mehrere Jahre mit Sicherheit. Süleyman II. Ist inzwischen 20 Jahre alt, aber man muss auch sagen, die Osmanen kommen langsam aber sicher voran, auch wenn hier Teile der eroberten Gebiete vorerst wieder verschwunden sind. Dann möchte ich daran erinnern, dass hier in diesem Bereich die Hauptmacht des Gegners sich befindet. Und zwar vermutlich alles, was sie noch haben. Also ich gehe davon aus, dass hier so mindestens 150.000 Mann hier stehen. Und das kann immer gefährlich sein. Deswegen werde ich hier ein bisschen mal umdisponieren. Wir bringen mal die 46.000 hier, die 35. Halt, das machen wir mit Gewaltmarsch. So, die 35.000 dahin, die 41.000 hier. Wir sind ja dadurch einigermaßen sicher, dass hier jetzt nichts kommen wird. Insofern können wir ein bisschen rüberrücken. Und hier werden wir nochmal 5.000 Söldner, will ich nochmal ausheben, sodass die zweite Armee auch ganz gut einsetzbar ist. So. Und dann müssen wir höllisch aufpassen, dass uns hier jetzt nicht was ganz Dolles entgegenkommt. So, was haben wir hier? Achso, Darlehen, wollen wir das zurückzahlen? Ich meine, wir können ja mal eins zurückzahlen. Wir kriegen 86 im Monat. Ja, das haben wir mal eins zurück. Das werden wir verlängern. So, was haben wir hier? Hier haben wir jetzt die 89.000. Da kommen weitere 50.000. Wir wollten uns hier zurückziehen, weil hier die das Gebirge ist. Das war der Plan. Dort rücken wir wieder nach. Hier laufen die Belagerungen. Wir sind hier schon bei 42%. Das ist sehr, sehr gut. So, der Gegner kehrt jetzt wieder um oder was macht er? Auf jeden Fall hat er hier auch hohe Verluste. Glaube ich zumindest. 1,6. Naja, geht eigentlich. So. Jetzt stehen wir hier. Wir selbst haben auch Verluste. 0,6. Aber auch das geht, würde ich sagen. Unsere Söldner sind zum Teil schon da. 42%. Beim nächsten Versuch könnte es was werden. Händleransturm ist ausgelaufen. Die gehen jetzt wieder sonst wohin. Ja, wenn man immer wüsste, man bräuchte... Warte mal, können wir nicht unser polnischen Spionagenetzwerk nutzen, um dort ja die Administration zu infiltrieren? Dann haben wir doch, glaube ich... Ja, genau. Haha. Dann sehen wir zumindest, wann die feindlichen Armeen hier durchmarschieren und können das besser antizipieren. Okay. Du kommst hier auch dazu. So, da sind 51.000. Die können wir jetzt nicht frontal angreifen. Ich meinte hier 20.000. Ist hier noch eine andere Armee in der Nähe? Es muss aber noch eine größere Armee hier irgendwo sein. Da ist sie. Das ist das, was ich befürchtet habe. Jetzt passiert es. Okay, sie greifen hier in Friedhau an. Ich meinte, da haben wir immer die Hügel, aber stehen da natürlich sehr schwach. Wir müssen mit Gewaltmarsch zurück. Wir müssen hier mit Gewaltmarsch zurück. Wir müssen hier mit Gewaltmarsch zurück. Und vor allem brauchen wir jetzt unseren General, der jetzt über den Seeweg hier nach Friaul gebracht wird. Und er heißt Numan Nefcherili. So, ich hoffe, wir können hier so weit bestehen, dass die Verstärkung eintrifft. 4. Januar, 6. Januar. Tatsächlich, die ist sogar vorher da. Okay. Gut, Gott sei Dank bin ich hier nicht weit, zu weit vorgerückt. Das hätte nämlich wirklich unschön ausgehen können. Was wir natürlich jetzt machen könnten, Flachlandprovinz, wir könnten hier vorrücken. Ja, hier ist ja eine Achter. Wir könnten uns hier hinstellen. Machen wir das mal. Jetzt, wo die Gegner da oben abgelenkt sind, haben wir vielleicht eine geteilte Truppe dort. So. Ha! Was ist denn hier los? Mailand ist gewonnen vor Ferrara. Das ist aber überraschend. Das heißt, dann geht es jetzt nach Genua. Auf nach Genua, Leute. Hier müssen wir eine Gewaltmaschine rausnehmen. Rücken wir jetzt hier nach. Wir trennen uns jetzt ziemlich. Aber ich glaube, die
Die Stellung ist hier sicher, dadurch, dass wir die Sachen haben. Okay, also hier kommt es zur Schlacht. 53.000 Kirchenstaatler. Aber wir erwarten sie. Sehr gut, es geht los. In günstigem Terrain für uns, der Gegner... Oh, aber wir beginnen mit einer Null. Ich hasse es. Ich hasse es. Und, ha, Ferrara ist in unserer Hand. 481 Tage hat es gedauert. Sehr schön. Plünderung. So. Traditionell wurde von Armin erwartet, aber wir sind grausam, Leute. Ich brauche mir das gar nicht durchlesen. Ja, aber grausam gegen unsere Leute oder grausam unterstützen wir die Grausamkeit der Soldaten? Das ist die große Frage. schwer zu sagen. Ich würde mal sagen, wir unterstützen unsere Soldaten bei dem, was sie gemacht haben. Wir verlieren Armeeprofessionalität, wir verlieren Prestige, erhalten ein bisschen Dukaten, erhalten militärische Macht und ja, alles Mögliche. Der Gegner hasst uns und so weiter und so fort. Das sind aber die Regeln der Kriegsführung. So denkt zumindest Süleyman. So, was ist hier los? 81.000 kommen noch dazu, denn es sieht nach wie vor nicht gut aus. Auf unserer Seite steht die Null. Aber das ist im Fußball vielleicht was Gutes, hier aber nicht. So, was ist hier oben? Da ziehen die Sachsen ab. Okay, wir haben hier... Ah, schaut mal, wir können wir hier hinterher setzen. Wir haben aber keinen General hier. Die wollen vermutlich da noch mit rein. Wollen sie das? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir kaum vorstellen. So, Ferrara ist ja auf jeden Fall jetzt in unserer Hand. Das heißt, ich würde, glaube ich, die Armee auch jetzt komplett hier rüberbringen. Um jetzt diese westliche Front hier weiter zu stabilisieren. Und dann, wenn wir jetzt die Schlacht noch einfach mit massiver Gewalt hier für uns entscheiden können. Ah gut, es sind nur 1000. Dann sehe ich... Oh ja, sieht gut aus. Dann glaube ich, haben wir den Krieg. Okay, die Schlacht ist unsere. So, das heißt, jetzt ist nur noch diese blöde Armee. Wir müssen jetzt die Leute wieder... auseinanderziehen. So machen wir das. Und da werden wir nicht versorgt. Wir setzen hier einfach mal nach, aber ohne Gewaltmarsch. Ja, das Blöde ist, jetzt können wir natürlich den General dort nicht reinsetzen. Das ist jetzt noch nicht unser. Wenn wir jetzt sofort nochmal angegriffen werden, haben wir ein Problem. So, und hier bin ich auch am Überlegen, was ist das? Das ist natürlich auch eine Achter. Aber wir brauchen hier nicht 43.000 Mann. Das können wir auch besser machen. Wir nehmen hier wieder 14.000 rein. Und mit dem Rest ziehen wir in die Nachbarschaft. Piraten mit Arbeitsvertrag ist abgelaufen. So, wo ist jetzt diese große Feindarmee? Da statt... verdammt! Es kommt zur Schlacht. Verdammt! Es kommt zur Schlacht. Wer ist denn zuerst da? Ich meine, wir könnten noch abbrechen. Das ist kein Problem. Müssen wir kurz überlegen. Zagreb, Krain. Okay, Krain am 1. Februar. Und wir sind auch am 1. Februar. Ja, und wer ist zuerst da? Ja, das wird mir nicht gesagt. Das ist immer so nervig. Aber wisst ihr was? Wir gehen hier komplett nochmal voll rein. Wir wollen es jetzt wissen. Jetzt hauen wir durch. Jetzt fühlen wir uns überlegen. So. Wir sind aber erstmal unterlegen. Aber am 7. und 9. Februar kommt erst Verstärkung. Und am 6. Das ist natürlich jetzt... Eieiei. Das sind 5-6 Tage. Die können ganz schön gefährlich werden. Ohne Befehlshaber kämpfen wir besser. Oh, Leute, das könnte in der Vernichtung dieser Armee enden. Wenn wir jetzt... Oh mein Gott. Kommt ihr bitte noch rechtzeitig? 7., 9., 6. Okay, am nächsten Tag kommt Verstärkung. Ja, Gott, das war knapp. Aber immer noch kein General.
Der kommt jetzt erst. Ja, da hätten wir Gewaltmarsch. Da haben wir den Gewaltmarsch verpasst. Oh, und jetzt würfeln wir auch noch eine Null. Kaum ist der General da, wird's übel. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, gewonnen. Ja, gewonnen, aber mit hohen Verlusten. Wie wir das eigentlich immer kennen, eigentlich bei den Osmanen. So auch dieses Mal. So auch dieses Mal. Na gut, es ist, wie es ist. Wir haben noch 47.000 Manpower. Wir müssen jetzt mal gucken, was lohnt sich jetzt hier eigentlich noch an Armee zusammenzuhalten. Die sieht noch ganz gut aus. Weg mit dem Gewaltmarsch. 21, 25, die lassen wir auch nochmal so, wie sie ist. Die marschiert mal hier hin. Aber auch ohne Gewaltmarsch. Der Rest bleibt mal stehen und das müssen wir uns immer angucken. Was? Der Feind kommt schon wieder? Die Sachsen kommen schon wieder an? Kaum ist eine Gefahr... Oh nein. Ich bin entsetzt, Leute. Warte mal, ich will mal die Armee hier, diese einzelne Armee erwischen. Wir müssen uns kurz mal ein bisschen verteilen, glaube ich. Sonst wird es schon wieder heikel. Aber im Zweifel steht ja die hier noch zur Verfügung. Ah, sie marschieren Gott sei Dank gleich wieder zurück. Sie wollten vermutlich auch an dieser Schlacht teilnehmen. Okay, ihr Kapitän... Was kommt hier? Es sind nur 1000 Mann. Das braucht uns nicht nervös machen. Dann marschieren wir hier weiter. Ja, das sind die 1000 Mann. So, die Sachsen... Oh, habt ihr das auch gesehen? War ja krass. Die Sachsen gehen in die Richtung. Das ist interessant. Das heißt, hier müssen wir uns ein bisschen was... Müssen wir ein bisschen aufpassen. Aber das können wir durchaus. Wir teilen uns hier mal nur. Und marschieren... Ach nee, da müssen wir so rum. Okay, dann gehen wir mal nur hier ein weiter. Die anderen bleiben dort stehen. Und wir formieren uns hier neu. Das passt schon. Dann haben wir hier eine kompakte Stellung erreicht. Ich glaube, die Armee werde ich jetzt mal zusammenfassen. Die hat hier... Oh, die hat hier ganz schön viel Kavallerie dabei. Wir legen trotzdem mal zusammen. Immer noch mehr als Kanonen. Das Verhältnis stimmt auch nicht mehr so. Die ist gut dabei. Achso, hier haben wir die Söldner vergessen. Die müssen nochmal nachrücken. Okay, die venezianische Flotte ist ausgelaufen, aber die werden wir mit Sicherheit jetzt nicht mehr angreifen. Da wissen wir, was passiert. Und hier... Kommen wir zurecht. Wir haben schon wieder so einen Grafikfehler. Ich weiß gar nicht, ist mir noch nie passiert. Irgendwas ist anders. So, die Sachsen sind hier wieder am Start und wollen zurückerobern. Wir können aber im Moment jetzt nichts tun. Wir sind moralisch angeschlagen. Das muss ich jetzt erstmal wieder erholen. Das Ganze. Und jetzt würde ich sagen, marschiert ihr mal jetzt mit Gewaltmarsch hierhin nach Gorz. Und ihr kriegt jetzt auch den Anführer, und zwar diesen hier, den brauchen wir nicht mehr. Hüseyin Haseki. Der kann noch nicht. Das machen wir dann später. Ich vermute jetzt, alle geflohenen Einheiten des Gegners fliegen jetzt nach Sachsen. Das ist ja gewissermaßen das einzige... Ah, und Friedensangebot aus Venedig kommt. Das ist doch schon mal interessant. Aber noch wollen wir Genua fallen sehen. Ich weiß gar nicht, ein Separatfrieden mit dem Kirchenstaat. Versuchen wir das mal, was da passieren würde. Weißer Friede würden sie machen. Ich würde gerne einen kleinen Geldfrieden machen. Machen sie nicht. Wir können sie mit dem... Ist glaube ich, egal, ne? Wir hätten natürlich aber diese ganzen Probleme jetzt nicht mehr. Am Ende, ich werde, glaube ich, nicht mehr nach Italien einfallen.
Das ist mir jetzt zu heftig. Ich meine, wir müssen auch aufpassen, unsere Rekrutenreserve und so weiter und so fort. Wir werden, glaube ich, versuchen, die rauszunehmen. Ja, mit dem weißen Frieden. Oder was macht Sachsen? Okay, da kriegen wir keinen weißen Frieden hin. Sachsen wäre noch mit dabei. Ah, schwierige Entscheidung. Das ist jetzt die Grundsatzfrage. Ziehen wir hier noch weiter diesen Krieg in die Länge oder nicht? Ich meine, wir sind bei -85%. Das muss man sich auch mal überlegen. Das ist schon der Hammer. Die 2000 können wir noch killen. Ach nee, da kommen wir nicht rein. Ich würde sagen, wir nehmen den Kirchenstaat raus und machen Genua noch zu Ende. Okay, wohl an. So, die Sachsen sind natürlich immer noch unsere Feinde, ist ganz klar. Okay, jetzt marschieren wir hier mit 76.000. Jetzt, nee, wir können immer noch nicht den General uns schnappen. 1.000 Mann haben wir erledigt. Oh, verdammt, jetzt kommt es hier gegen 39.000 am 13. Wir sind am 12. da. Das ist gut. Das führt dazu, dass wir hier den Sumpf auf unserer Seite haben. Aber leider haben wir keinen General. Können wir irgendeinen anderen hier anbringen? Ja. Dosun Petivan. Der steht. Nee. Ach nee, hier. Ja, genau. Den ich ursprünglich wollte. Hüseyin Hasegi. Der kommt jetzt mit rein. Das ist gut. Und ich weiß nicht, wird das noch größer? Wir gehen erstmal hier rein. Okay, die Staatsebene mit Persien ist vorüber. Ja gut, das ist eigentlich. Ich hätte lieber gehofft, dass mit Jemen die Staatsehe vorüber ist. Das hätte uns mehr geholfen. So, der Gegner hat einen sehr, sehr guten Fernkampfgeneral. Wahnsinn. Unser Befehlshaber ist leider noch nicht da, aber jetzt. Und wir kämpfen diesmal hervorragend. Voll die Gefechtsbreite ausgenutzt. Herrlich. Aber der Gegner, nein, der Gegner kämpft hervorragend, nicht wir. Naja, ihr kennt das Spiel. So, wollen wir noch reinlaufen? Kommt er noch zum Einsatz? Ich glaube eher nicht. Wir lassen ihn draußen. So, die Sachsen werden jetzt nochmal besiegt. Hier fliehen die Venezianer. Wo fliehen die denn jetzt hin eigentlich? In diese letzte Provinz dort? Okay, der Sieg ist unser. Diesmal sogar wirklich ganz gut gelaufen, das Ganze. Hervorragend. So, wie dividieren wir uns auseinander? Du bleibst dort stehen. Dann würde ich sagen, marschiert die Armee hier rüber. Ihr steht dort. Das könnt ihr jetzt noch belagern. Und hier ziehen wir hier hin. Und dann müssten wir eigentlich ziemlich sicher jetzt stehen. Und dann, ja, dann müssen wir jetzt einfach nur Genua abwarten. Ich denke, ich werde hier in Genua nochmal investieren, den Artillerieangriff durchzuziehen. Hier kommen wir ja noch nicht weiter. Dann können wir die eigentlich hier noch zusammenziehen. Das ist immer sicherer. Und die bleiben da so. Okay, das heißt. Das Schlimmste haben wir jetzt, glaube ich, geschafft. Vielleicht können wir jetzt ein bisschen schneller machen. Da, wo wir Gewaltmarsch haben, müssen wir ihn natürlich rausnehmen. Damit sich die Moral erholen kann. Okay, jetzt nur irgendwie darauf achten, wo gibt es noch gegnerische Truppen? Keine Ahnung, wo sich die Venezianer hin jetzt zurückgezogen haben. Hier stehen jetzt noch 2300 Sachsen, aber das ist alles. Kein Ding mehr. Gott sei Dank. Die Front im Osten ist Gott sei Dank jetzt beruhigt. Das ist echt, echt ganz angenehm. Was ist das für ein heftiger Krieg eigentlich hier in Bayern? Immer noch dieser Utrecht-Osnabrück-Krieg. Also der verändert ja Europa. Bin mal gespannt. So, Kriegssteuern, wollen wir die verlängern? Ja, wollen wir.
So, wir kontrollieren Krain, können auch dort stehen bleiben, keine Verlustquoten. Das ist angenehm. Und erholen uns langsam hier in unseren Positionen. Fassen wir das zusammen. Gut, ich prophezeie mal, wir sind hier immerhin schon bei minus 57, dass die nächste Folge den Frieden bringen wird gegen Venedig. Wir können aber ein bisschen über Kriegsziele sprechen. Natürlich ist... Oh, Kreta. Was ist mit Kreta? Kreta ist aber... Ja, Kreta hat Gott sei Dank keine Festung. Insofern kann man Kreta nehmen. Ich prophezeie... Oder ich... was wollen wir nehmen? Wir wollen natürlich die Insel nehmen und ich würde sagen, wir nehmen so viel wie möglich vom Balkan, wie uns möglich ist. Das ist jetzt doppelt gemoppelt, egal. Und dann ist natürlich die große Frage, möchte man beenden das Bündnis von Venedig mit Sachsen oder dem Kirchenstaat? Das ist eine große Frage. Das hängt damit zusammen, ist es noch realistisch, dass wir in nächster Zeit die Kirchenstadt angreifen werden? Ich würde mal sagen, nein, das nächste Ziel muss eigentlich Russland und Polen sein. Oder Polen sein, eine von den beiden. Und wenn dem so ist, dann glaube ich, sollten wir jetzt nicht wertvolle Kriegspunkte verwenden, um hier das Bündnis zu lösen. Das wird dann sowieso irgendwann wieder neu geschlossen, wenn wir nicht da relativ schnell angreifen. Nee, das machen wir also nicht. Wir werden sozusagen unseren Kriegsstand nutzen, um so viel wie möglich hier Terrain zu gewinnen, hier auf dem Balkan. Das muss das Ziel sein, würde ich sagen. Und natürlich die Inseln. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht das Fell des Bären zu früh verteilt. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.